So, die Frage war, wie finde ich jetzt zum Beispiel für das Schreiben eines Unterrichtsentwurfs oder für einen wissenschaftlichen Artikel geeignete Literatur? Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier mal auf dieser Seite ein paar zusammengeschrieben. Ja, gehen wir es mal der Reihe nach durch. Also die einfachste oder das, worauf natürlich jeder kommt, ist irgendwie Google. Ja? Ich suche Literatur in Google. Okay, als eine von möglichen Datenbanken kann man das natürlich machen. Google bietet aber noch eine Spezialsuche, nämlich Google Scholar, hier Google Scholar, die speziell nach wissenschaftlichen Texten sucht und ein paar Features hat, die ganz interessant sind. Ich gehe da mal drauf hier auf Google Scholar. So, also angenommen, wir suchen mal irgendwelche Artikel. Ich sage jetzt mal Robotik Programmierung. Ja? Kann sein, dass man irgendwas zur Roboterprogrammierung macht in der Schule. So, Robotik Programmierung, ich gehe da mal drauf. So. Und jetzt findet man hier lauter Bücher und Artikel. Oftmals schon als PDF direkt verlinkt, wenn es denn da irgendwo ein freies Open Access Ding gibt, das man runterladen kann. Ja? Merkt man natürlich, okay, das ist jetzt vielleicht nichts unbedingt für die Schule oder so. Ja, muss man vielleicht mal eingrenzen, keine Frage. Aber man kann hier ja ganz gut verschiedene Artikel finden. Zum Beispiel hier: Bietet Robotik Mädchen einen Zugang zu Informatik, Technik und Naturwissenschaft? Evaluationsergebnisse zu dem Projekt Roberta. Ah, bin schon gestoßen auf Roberta. Was ist das eigentlich? Kannte ich gar nicht. Ne? Ist ein Projekt, will Mädchen zur Informatik bringen mit Roboterprogrammierung, könnte für meinen Unterricht auf einmal eine super Entdeckung sein. Und ich habe gleich einen wissenschaftlichen Artikel dazu. Interessant ist auch, dass man bei Google Scholar hier unten das zitiert von findet. Wenn ich denke, dies ist ein interessanter Artikel, dann könnten ja vielleicht auch Artikel interessant sein, die auch fanden, dass das ein interessanter Artikel ist. Das kriege ich also über zitiert von. Ich klicke auf zitiert von und kriege schon Artikel, die diesen Artikel zitiert haben und dachte, das könnte für mich natürlich interessant sein. Hier Robotics and Gender zum Beispiel, ne? Simulating Lego Mindstorms Robots to facilitate teaching computer programming to school students. Auch da merkt man schon keine Scheu vor englischen Artikeln, bitte. Ja. Klar, Wissenschaft ist international und wir dürfen natürlich auch gerne solche Artikel heranziehen. So, da findet man jede Menge schon. Ja, also findet man ganz viele Beiträge, die man verwenden kann für die Planung, zum Beispiel oder für das Schreiben eines Unterrichtsentwurfs, für die Sachanalyse oder für die didaktische Analyse. Auch hier gilt natürlich, nur weil es von Google Scholar gefunden wird und irgendwie aus dem Wissenschaftskontext stammt, nicht das Hirn ausschalten und für bare Münze nehmen oder so, sondern Qualitätsprüfung immer, 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 immer. Wer hat das geschrieben? Wann hat das geschrieben? Warum hat das geschrieben und so weiter. Okay, das war jetzt so eine Möglichkeit. Google Scholar. So, es gibt aber, das ist natürlich so eine allgemeine Suchmaschine für alle möglichen Artikel, alle möglichen Themen. Jetzt gibt es auch fachspezifische Literaturdatenbanken. Da habe ich hier mal so ein paar aufgeführt. Für die Mathematikdidaktik zum Beispiel MathEduk hier oder für die Bildungswissenschaften ERIC, Fachportal Pädagogik, Metasuche und. Da gibt es jede Menge fachspezifische Literaturdatenbanken, die man nehmen kann. Ja, hier unten nochmal Google Scholar, Google Books kann man natürlich auch verwenden, um da mal reinzugucken. Und. Guckt es einfach mal durch. Ja, spielt mal ein bisschen mit. Braucht ihr ja sowieso ständig auch in anderen Kontexten. Da kann man so ein paar Beispiele vielleicht nochmal mit aufschnappen. Was man jetzt in der Informatik oder auch in anderen Disziplinen natürlich machen kann, ist Online-Zeitschriften mal zu durchstöbern nach Themen. Also zum Beispiel habe ich hier einen Link reingepackt zum Gesamtverzeichnis des Login-Hefts. Login ist ja eine bekannte Fachdidaktik-Informatik-Zeitschrift in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, muss man sagen, ne?
Da gibt es ein Gesamtverzeichnis online, wo man auch in dem Gesamt-PDF, wo alle Titel aller bisher erschienenen Zeitschriften drin stehen, mal nach Robotik oder so einfach suchen kann im PDF-Dokument. Und da findet man die entsprechenden Ausgaben. Und dann findet man die entweder bei uns hier in der didaktischen Werkstatt oder in der Bibliothek oder per Fernleihe oder irgendwo kann man sich dann, oder kaufen, ja, je nachdem, kann man sich dann das Heft besorgen. Gut. Dann weitere Tipps. Viele Journale, also viele wesentliche Journals einer Disziplin bieten auch auf ihrer Webseite Suchen an. Auch da kann man natürlich nochmal suchen. Dann hier Punkt, auch mal in die Bibliothek gehen. Macht man selten vielleicht, aber ist ein ganz guter Ort, wo man auch mal ein bisschen stöbern kann. Mal gucken, was gibt es denn so an aktuellen Zeitschriften, die liegen dann meist so ein bisschen separat. Oder man durchstöbert mal ein paar Ausgaben und guckt, einfach auch so ein bisschen Feeling zu kriegen, was wird denn gerade diskutiert, ist da irgendwas relevant für mich? Dann fragen Sie den betreuenden Dozenten nach Literaturtipps. Ja, also zum konkreten Thema kann man natürlich immer auch den Dozenten fragen und sagen, hey, was gibt es denn da auf dem Gebiet, hast du einen Tipp für mich? Und dann kriegt man einen Tipp und schon gut, weil dann hat man schon einen Anfangspunkt. So, das überhaupt Beste ist, wenn man schon ein paar Artikel und Bücher gefunden hat, die relevant sind für das Thema, dann hat man nach dem Schneeballprinzip gleich hunderte weiterer möglicher interessanter Literaturquellen, weil die nämlich alle selbst Literaturverweise haben. Das heißt, wenn ihr einen Artikel habt und da wird auf hinten auf 25 Artikel verwiesen und davon sind 5 interessant für euch, habt ihr schon wieder 5 neue interessante Artikel, die wiederum ihrerseits euch auf jeweils 5 interessante Artikel führen, die wiederum und so weiter, und daran kann man lernen, was exponentielles Wachstum bedeutet. Auch im Aufwand des Lesens der Teile. Ja? Gut. Auch Wikipedia im Übrigen, haben wir vorhin drüber gesprochen, erhält interessante Verweise. Ja, also auch Literaturverweise, auf die man zugreifen kann. Also wenn ihr ein Wikipedia-Artikel eures Themas seid, und natürlich macht ihr das, ihr geht auf Wikipedia, guckt mal, was schreiben die denn da so. Weil da sind auch mal sehr interessante Querverweise und so, auf die man gar nicht kommt. Aber da ist ja schon kompakt. Ja, und da gibt es auch Literaturverweise oftmals. Ja, beschränken Sie sich bei der Suche nicht auf deutschsprachige Literatur, also nicht nur nach Informatik, Projekt, Schule suchen, wenn man einen wissenschaftlichen Artikel über Projektarbeit im Informatikunterricht schreibt, sondern vielleicht auch nach Computer Science, Project und School suchen, weil man da vielleicht auch einiges Interessantes findet. Ja,